Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis mit den momentan flüchtenden Holländern. Ja, wir hatten extremes Glück in diesem Krieg gegen Friesland und auch gegen ihren Verbündeten Dänemark, denn hier stand eine große Armee an Rebellen, die wurde dann aber besiegt. Wir haben hier in Kolding erobert gehabt, diese Festung, haben eigentlich uns auch gut, haben die dann da abgefangen, als sie darüber gelaufen sind, und wir haben die Schlacht tatsächlich trotzdem verloren. Und ich kann immer noch nicht so ganz glauben, warum. 2-3 war der Anführer von den Gegnern hier, aber Münster war auch 2-3, obwohl wir hier den Flussüberquerungsmalus hatten und alles, aber irgendwie hat das nicht gereicht. Und ja, jetzt muss man uns neu sammeln hier und hoffen, dass wir einfach so bald einen Frieden schließen können mit Dänemark. Vielleicht muss man auch bald hier auf unserem eigenen Gebiet mal Krieg führen und hoffen, dass das hier trotzdem alles klappt. Ja, ich verstehe nicht so ganz, warum das jetzt hier nicht funktioniert hat und wir jetzt hier so auf den Deckel gekriegt haben. Vor allem jetzt sind hier auch noch 15.000 Schweden. Das macht die Sache nicht unbedingt angenehmer. Gott sei Dank haben wir ein bisschen was an Geld auf der hohen Kante. Boah, was machen die denn jetzt? Wohin laufen die? Warum lauft ihr da jetzt hin? Ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Ah, ich bin am Überlegen. Bringt's was? Ne, wir stellen uns erstmal hier hin. Bringt es wirklich was, jetzt da nochmal anzugreifen? Die sind uns ja überlegen. Die haben hier 15.000, 30.000, wir haben nur 16.000, 24.000 Mann. Na, ja, da kommen nochmal welche. Ne, wie viele Mann haben wir denn jetzt hier? Ja, also, das sind 17, 34 gegen 30.000 wären das. Aber wir haben ja gerade eben schon die Schlacht verloren. Warum soll es jetzt besser werden? Frage ich mich da. Oder wollen wir es nochmal probieren und hoffen, dass es klappt? 2-3, 2-2, 3-3. Also wenn der hier hilft, dann sollten wir uns eigentlich besser schlagen. Jetzt probieren wir es nochmal. 34 gegen 30 und wir machen mal ein bisschen langsamer. Wir schlagen uns aktuell besser. Schlagen wir uns immer noch besser und wir haben gewonnen. Huh, war die richtige Entscheidung hier anzugreifen. Mal gucken, ob sie jetzt vielleicht schon Frieden wollen. Nein, wollen sie nicht. Schade. Ja, ich denke, wenn wir nur gegen Dänemark kämpfen würden, wären diese Gebiete hier schon ausreichend, um einen Frieden zu erzwingen gegen die, auch ohne diese ganzen Provinzen hier. So müssen wir einfach ja, ein bisschen abwarten und einfach weiter Krieg führen und hoffen, dass irgendwann mal die raus aus dem Krieg wollen oder wir eben den Friedensvertrag mit Friesland hinbekommen. Aktuell Kriegsdauer minus 20. Sie halten Sjelland, gibt auch noch, ach, was ihre Hauptstadt ist, deshalb habe ich mich ja im letzten Part gefragt, was das da soll. Also wir kriegen maximal 37 hier hin. Oder wir schlagen ihre Armeen noch ein paar Mal. Aber wir kriegen ja auch Verluste ohne Ende. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwann mal meine Verbündeten hier ausscheiden würden aus dem Krieg. Und wir könnten eine Idee machen hier, nämlich Steuereinnahmen. Aber ich glaube, wir werden erstmal ein bisschen forschen. Ja, mehr können wir gerade leider nicht wirklich tun hier. Jetzt haben wir hier alles besetzt. Mehr geht nicht. Kommen hier nicht drauf. Und die Flotten besiegen. Keine Chance. Hohe Kriegsmüdigkeit. Oh, wir werden hier mal zweimal senken, das Ganze. Ich verstehe gar nicht, warum unsere Kriegsmüdigkeit schon so extrem hoch ist. Nö. Achso, wir können übrigens hier drüben mal auf Brabant noch einen weiteren Anspruch fingieren, nämlich auf Breda. Haben genug Spionagenetzwerk dort. So, Friesland wollte jetzt vielleicht annektiert werden. Oder alternativ dazu könnte ich mir auch Vasall vorstellen. Ja. Das bringt aber auch nichts, macht es nicht unterschiedlich.
Ja, warten wir mal ab, wann die Armee hier nochmal kommt. Auf jeden Fall haben wir mittlerweile 80 gegen 117. Allerdings Kriegsdauer bringt hier nur noch 17 mehr. Wobei der Kriegsstand tickt hier auch noch hoch. Das ist ja unabhängig vom aktuellen von der Zeit des Krieges. Also das soll ja eigentlich auch noch weiter erhöhen sich hier. Wie sieht es mit unseren Verbündeten aus? Ja, die haben eine hohe. Ah ne, das sind die Gegner. Unsere Leute sind noch ganz gut bei der Stange hier. Wir haben so eine hohe Kriegsmüdigkeit wegen der blöden Blockade hier. Das ist natürlich dumm. So wie die einen Verbündeten von uns ja auch. Oh! Unser Herrscher ist tot. Und unsere Gemahlin herrscht jetzt. Margarete von Hohenzollern, Stabilität minus 10%, solange bis unser neuer Herrscher alt genug ist. Und ja, okay. Aber wieder diese schlimme Musik, die muss ich mal kurz wegklicken. Moment. So. Gut, okay. Lassen wir jetzt einfach mal weiterlaufen. Ich würde sagen, wir beeilen uns auch ein bisschen. Oldenburg will Frieden, na, nee. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt Friesland fordern? Sehen wir eigentlich irgendwo, wie viel aktuell die an Stabilität hier haben? Ja, plus 1. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt hier fordern? Normalerweise, wenn wir jetzt fordern und dies ablehnen, Friesland annektieren, sollten die eigentlich Stabilität verlieren. Tun sie aber nicht, weil es die KI ist. Schade eigentlich. Zu mir ging es vorhin vor kurzem schon mal so zumindest. Oh, die haben mittlerweile Truppen hier. Ja, wir konnten die Truppen rekrutieren. Und aufgelöst. Hä? Check ich nicht. Naja. Probieren wir nochmal. Hat aber hier nichts geändert, oder? Ja, immer noch plus eine Stabilität. Schade eigentlich. Aber wenn Münster ausscheiden würde oder einer unserer Verbündeten, dann wäre es natürlich rum, das Ganze hier. Ja, doch, wir probieren's. Hab jetzt zu spät reagiert gerade. Oh Gott. Ach, ich hab auf die. Nein, ich hab die da unten ganz vergessen, dass die ja auch noch mitkommen sollten. Ziehen wir uns jetzt zurück bis ganz nach Holland. Scheiße. Österreich will Militärzugang. Nö. Oh Mann, der Morgenempfang. Im Laufe der Zeit sind viele alltägliche Ereignisse im Leben unserer Gemahlin Regent und seiner Vorgänger zum Gegenstand von Zeremonien geworden. Im Schlafzimmer des Herrschers sein zu dürfen, während sich dieser ankleidet, wird von vielen beispielsweise als beste Möglichkeit angesehen, das Gehör von Gemahlin Margarete sollte da reinkommen, zu finden. Ein aufwendiges Hofleben wird die Möglichkeiten unserer Adligen, sich auf ihren Landsitzen gegen uns zu verschwören, sicherlich einschränken. Aber das könnte auch mit hohen Kosten verbunden sein, ihnen andererseits das Recht zu verwehren, am täglichen Leben unserer Gemahlin Margarete teilzunehmen, würde zwar auch ihren Einfluss beschränken, aber der Adel würde uns wahrscheinlich das wahrscheinlich übel nehmen. Ruhig ist sie, lasst es auf einem bescheidenen Niveau bleiben, wäre da zum Beispiel eine Sache. Ja, ich weiß nicht, ist sie eine von aufwendigen Zeremonien? Ich bin mir da nicht so sicher. Zusammen mit dem, dass sie ja eher so fürs Militärische sich interessiert, anstatt für solche Hofgeschichten, würde ich sagen, machen wir mal das hier. So, aber wir haben eigentlich wichtigere Sachen zu tun. Zum Beispiel jetzt hier erstmal Militär forschen. Arkebuse. Obwohl Handkanonen im 12. Jahrhundert in China entwickelt wurden und sich im 14. Jahrhundert in Europa verbreitet hatten, verringerte die Schwäche dieser Waffen ihren Nutzen auf dem Schlachtfeld. Aufgrund drei wichtiger Faktoren konnte die leichte und zuverlässige Arkebuse den Bogen ersetzen. Sie hatte eine bessere Rüstungsdurchschlagskraft, ihr Einsatz konnte einfacher vermittelt werden und sie war nicht von der Kraft des Trägers abhängig. Weitere Boni hier, haben die eigentlich schon? Sechs? Ja, die hatten die schon. Oh, die sind illoyal, da müssen wir da mal was machen. Parlament einberufen. Immer noch hohe Kriegsmüdigkeit. Haben die eigentlich auch eine hohe Kriegsmüdigkeit, die Dänen? Mittel, 7,1.
Die Schweden 2,3, Norwegen 0, Friesland auch recht hoch. Probieren wir es mal nochmal. Ja, die wollen nach wie vor keinen Frieden, wobei so langsam aber sicher kommen wir hier näher. Trotzdem abwarten, und wir müssen warten, bis unsere Truppen wieder da sind und fit sind. Leider auf die 9000, die haben wir verpasst. 36.000, 38.000 Mann kriegen ja immer mehr Soldaten hier und wir immer weniger. Ich denke, wir werden jetzt mal die Regimenter zusammenlegen. Ja, haben nur noch 7.000 Mann und dann werden wir einige Söldner rekrutieren. Weiß nicht, wie viele haben wir jetzt? 7.000. Sind es 8.000, 9.000 werden rekrutiert, 10.000. 10.000 erstmal. Oder 11.000, ja, eigentlich dürfen wir da jetzt nicht sparen an Geld hier. Und die nächste Möglichkeit für einen Anspruch ist möglich. Auf Gent oder auf Flandern. Ja, ich denke auf Gent. Wahrscheinlich egal. So, wer will Frieden mit uns? Oldenburg. Nee, nach wie vor nicht. Wie auch immer, hier noch die Frage. Frieden, wie sieht's aus? 1929. Geld wollen sie ja keins. Tribut anbieten. Können wir ihnen irgendwas geben, das sie toll finden? Irgendwie nicht. Vielleicht die Rivalität beenden mit Friesland, findet ihr das gut? Nein. Okay, schade. Friesland, wie sieht's bei euch aus? Könnten wir euch annektieren mittlerweile? Nee. Auch nicht. Ja, diese Niederlage gerade eben war ganz, ganz schlecht. Jetzt marschieren wir mal wieder hier nach Holstein. War auch viel besser, wird's Gelände nicht. Hier haben wir wenigstens noch einen Flussüberquerungsmalus, hätten die hier. Hier oben, wie sieht's hier aus? Ja, hätten sie auch einen Flussübergangsmalus. 15, 39.000 Mann. Was machen die hier eigentlich? Werden und Münster. Ach, die sind hier noch in einem zweiten Krieg dabei. Die sind ja auch bescheuert. Die sollen uns mal helfen, nicht in einem anderen Krieg hier noch kämpfen. Ich werde mal hier unten die Festung deaktivieren. Dass wir ein bisschen Geld sparen. Na, Oldenburg will weiterhin Frieden. So, jetzt haben die da das Dank. Ist ja übel. Jetzt haben die hier auch einen Krieg erklärt. Oh oh. Ziehen uns hier auf jeden Fall mal zurück. Wir helfen hier mal nochmal mit. Die helfen auch mit. Oh, wir haben hier gewonnen. Durch Zufall, mehr oder minder. Gehen wir auf Nummer 2 Geschwindigkeit. Dann helfen wir hier mit. Ja. Ach, die Handelsliga von Lübeck wurde aufgelöst. Interessant. Kommen hier noch Verbündete rein? Ja, wenn alles gut läuft, ja. Und Brandenburg ist raus aus dem Krieg. Habe ich mir fast gedacht. Scheiße. Nicht gut. Norwegen hat jetzt hier auch Truppen dabei. Können wir die 2000 hier vielleicht abfangen wenigstens? Ja, tatsächlich. Also das wurde jetzt nicht besser gerade. 78, 105. Hier die Flottenhoheit zu haben, wäre natürlich eine schöne Geschichte. Aber davon können wir ja nur träumen.
Und wenn denn ihre Armee hier wiederkommt, haben wir ein Problem. Kriegen die ja jetzt den Verteidigungsbonus hier. Die sind auch raus. Sind wir eigentlich noch mit denen verbündet? Ja, wir sind mit ihnen verbündet. Den auch. Moment mal, geschwind. Schaffen wir es vor denen noch dahin? 25. Mai? Ach, können wir gar nicht. Komm, Dänemark macht einfach einen Frieden mit uns. 15:20. Ui. Es aussieht, werden die langsam aber sicher gewillt, einen Frieden mit uns zu schließen. Wenn wir diese Schlacht hier gewinnen könnten. Ups, wir haben 100%. Warum das? Komisch. Vernichtend geschlagen haben wir sie. Ja, dann werden wir erstmal so mit Oldenburg. Doch, Oldenburg ist noch im Krieg, aber nicht mehr besetzt. Ach, weil unsere Verbündeten. Ja, klar. Was würden sie nicht annehmen? Was würden sie denn annehmen? Was haben sie uns denn für ein Angebot geschickt? Weißer Friede, ja, das lehnen wir dann ab. Dann machen wir es lieber so, nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwas riskieren. Und wir annektieren das Ganze. Kriegen 312. Geld noch oben drauf. Ja, natürlich viele, viele Verluste. Aber, oh, und unser Verbündeter wird hier gerade auseinandergenommen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Mit wem sind wir jetzt noch verbündet? Frankreich, Brandenburg, Münster, Lüttich. Die Bündnisse stehen alle noch. Sehr gut. Ja, damit haben wir eine Provinz mehr erobert, ein bisschen Glück gehabt, warum auch immer die jetzt vernichtend geschlagen sind. Das habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut. Aber ist schon okay, kann ich mich nicht beschweren. Wir haben einen dieser Feinde hier, die schwer zu erobern waren, schon mal erobert. Als nächstes wäre Utrecht dran. Allerdings haben unsere ganzen Verbündeten hier in diesem Krieg jetzt gerade echt gelitten, bis auf Lüttich. Aber Brandenburg und Münster werden vermutlich viele Gebiete verlieren. Unter Umständen wird auch das Bündnis mit uns aufgelöst. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Und wir können hier eine neue Kernprovinz machen. Lohnt sich es dann vielleicht hier auch wieder einen neuen Erlass zu nehmen? Weil schauen, sobald wir hier die Kernprovinz haben, schauen wir da mal. Unzufriedenheit unter den Händlern, Konflikte und Proteste über Steuern, Firmen, Hafenzölle sowie Handelsabgaben häufen sich und könnten sich sehr negativ auswirken. Handelsinvestitionen reduzieren oder schafft uns die Stänker vom Hals? Jetzt die Frage. Reduzieren. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke, wir werden hier mal auswürfeln. Und ich würfel eine 3, also Handelsinvestitionen reduzieren, 50 diplomatische Macht. Verlieren wir hier. Gut, und dann müssen wir jetzt mal schauen, dass unsere Einnahmen, beziehungsweise dass wir unser Land wieder auf Vordermann kriegen. War jetzt ja doch ganz schön eklig, was wir hier jetzt auch an diplomatische Macht rausgehauen haben in die Reduktion der Kriegsmüdigkeit, aber war notwendig. Oje, unsere armen Verbündeten. Aber Frankreich führt hier übrigens einen Krieg gegen England, haben Alencon erobert, mehr wird es wahrscheinlich nicht, aber sie werden es, denke ich, schon erobern können. Mit der Zeit, wenn der Kriegsstand steigt. Ja, hier das Spionagenetzwerk können wir eigentlich auch mal abberufen. Österreich, Beziehungen verbessern mal wieder. Den haben wir noch ganz gute, mit denen auch. Mit denen, naja. Machen wir hier auch mal Beziehungen verbessern mit denen noch. Nein. Ja, gut, dass wir das jetzt gerade machen hier. Oh je, und ach, Söldner abspalten sollten wir vielleicht auch mal. Beziehungsweise, schau jetzt mal gerade, wir haben 11 von 13 Regimentern, wir behalten sie erstmal, weil unter Umständen hier Rebellen kommen werden. Wobei, aktuell sieht es ja doch, friesische Nationalisten können recht schnell, könnten bald kommen. Deswegen lassen wir es mal. Und wir haben so wenig Rekrutenreserve aktuell. Vielleicht kommen sie auch früher, wenn wir uns von der Provinz hier wegbewegen, dann müssen wir auch die Leute weniger lang halten. 4,7 Jahren jetzt, ja. In Geldern, was eh so niedrig
dass wir hier Rebellen bekommen, das passt also. Ja, wenigstens ein bisschen Geld eingenommen durch diesen Friedensvertrag hier, das war ganz gut. Ja, Münster darf natürlich durch unser Land laufen. Jetzt können wir hier übrigens auch über Friesland nach Holland laufen, das heißt, wir brauchen auch hier nie wieder Militärzugang von Brabant. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Sehr schön. Ja, ein weiteres Gebiet. Ich weiß, bisher haben wir uns für die Summe an Parts eigentlich noch nicht so wahnsinnig ausgebreitet. Ach nee, die sind hier drin in der. Ich habe gedacht, die hätte sich aufgelöst, aber nein, die sind da rein. Lübeck, Riga, Magdeburg, Bremen, Hamburg. Dadurch wird es natürlich jetzt nicht einfacher, gegen die zu gewinnen. Uiuiui. Vor allem jetzt, wenn unsere Verbündeten so geschwächt werden, ist das natürlich ganz und gar nicht gut. Welchen Kriegen sind die jetzt hier eigentlich? Dithmarschen und Pommern? Wahrscheinlich Verteidigung, Dithmarsche Eroberung von Stade. Ja gut, das würde denen jetzt erstmal nicht so wehtun, es sei denn, sie müssten Gebiete entlassen. Und hier ist es Krieg gegen Böhmen, böhmische Eroberung der Ehre, böhmischer Krieg der Ehre gegen Würzburg. Okay, die haben zwei Provinzen abgeben müssen, oder? Nee, nur hier. Sternberg und Magdeburg und Anhalt und Braunschweig mussten sie auch zurückgeben. Ui. Nicht gut. Oh, Utrecht haben wir keinen Anspruch mehr. Den sollten wir unbedingt wieder uns holen. Aber verbündet sind wir noch mit denen. Gut. Was machen wir jetzt hier? Achso, Utrecht wollten wir ja. Spionagenetzwerk aufbauen. Wir haben gerade wieder ein bisschen Geld, das heißt Steuerung 0,12 würde das Geld geben oder ein bisschen Rekrutenreserve oder ein paar Schiffe. Aktuell haben wir nur 9. Wir sind immer noch nicht auf dem Niveau vor dem Krieg da um Geldern. Ich denke, wir werden mal nochmal 3 Schiffe bauen. Sind wir dann immer noch nicht auf dem Niveau, aber immerhin ein paar Schiffe mehr. Sieht es denn hier eigentlich aus? Friesische Nationalisten 4,8 Jahre. Ich denke, wir können uns das Geld hier für die Truppen mal sparen, die wegnehmen. Dadurch machen wir gleich einiges an Geld mehr. Brandenburg, neue Staatsehe auf jeden Fall. Achso. Oh, wir können auch hier eine neue Staatsehe mal machen. Das habe ich ganz übersehen, dass wir. Ja, dadurch, dass unser Herrscher gestorben ist. Auch mit Frankreich. Vielen Dank, das verbessert gleich die Beziehungen hier auch enorm. Wie viel Prozent, wie viel können wir hier noch verbessern? Noch 17. Die würden sogar mit uns eine Staatsehe eingehen, finde ich ganz witzig. Allerdings logischerweise kein Bündnis, die sind ja eh rivalisiert mit Frankreich. Ja, gut, also dann würde ich sagen, befinden wir uns auch am Ende von diesem Part hier. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Schauen mal, was dann passiert, ob unser Erbe dann schon volljährig wird oder nicht. Und was wir hier, ob wir uns erholen von dem Krieg und wirklich Friesland ein großer Mehrwert für uns ist oder auch nicht. Genau. Also, dann bis dahin, macht's gut. Ciao, liebe Leute.